haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heiße Tage. Der Sommer brannte mit seiner vollen Wucht auf die Stadt und inmitten von Ozon, Schwimmbädern und Siesta gab es auch noch ein paar Menschen, die auf mehr oder weniger redliche Art und Weise versuchten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Mann, der mir gegenüber saß, war Angestellter einer großen Versicherungsfirma. Die kommen in der Regel nicht in mein Büro, weil es da viel zu holen gibt. Es geht um einen Versicherungsfall. Wir möchten gerne einen Schadenfall überprüfen, ehe wir die Versicherungssumme ausbezahlen. Ich dachte immer, dass die weniger Erfolgreichen aus meiner Zunft bei Ihnen landen und Angestellte Ihrer Firma sind. Weshalb kommen Sie dann noch zu mir? Unser eigener Detektiv hat nichts herausgefunden. Nichts, was unseren Argwohn bestätigen würde. Mit anderen Worten, Sie müssen zahlen und das tun Sie nicht gerne. Geht es um eine Lebensversicherung? Nein. Ein Geschäft. Fischereiartikel. Völlig überbewertet und überversichert. Der Mann, dem das Geschäft gehörte, sahnt ganz schön ab, wenn wir die Summe auszahlen. Und Sie vermuten, dass er sein eigenes Geschäft angezündet hat, oder was? Genau. Es ist völlig ausgebrannt. Wie durch ein Wunder griff das Feuer nicht auf die oberen Stockwerke über. Und genau das macht uns stutzig. Das Feuer ist in dem Laden ausgebrochen. Mitten in der Nacht. Interessant. Und ich soll Ihnen nun den Beweis liefern für den Betrug. Sie haben nur 2 Tage Zeit. Danach müssen wir zahlen. Ich bin davon überzeugt, dass der Mann ein Betrüger ist. Ein gemeingefährlicher sogar. Und wie hoch ist meine Erfolgsprämie? 5% des versicherten Geldes. Das sind über 35.000, Maloney. Das klang verheißungsvoll. Er gab mir eine kleine Mappe, in der allerlei Papiere und Unterlagen verstaut waren. Der Mann, der Ott hieß, ging wieder. Ich dachte an die 35.000, kaufte mir eine neue Sonnenbrille und besuchte Herrn Martaler, dessen Fischereizubehörladen ein Raub der Flammen geworden war. Die Versicherung? Und Sie sind Privatdetektiv. Und weshalb sagen Sie mir das? Weil es so einfacher ist. Ich mag keine albernen Versteckspiele. Der Detektiv dieser Versicherung war einige Male hier. Er versuchte, mich reinzulegen. Ja, verdammt nochmal, ich habe den Laden nicht angezündet. Man soll mich endlich in Ruhe lassen. Ihr Laden lief miserabel. Sie standen kurz vor dem Konkurs. Mit der Versicherungssumme sind Sie wieder saniert. Kein Wunder, dass die Leute von der Versicherung stutzig werden. Das ist kein Zufall, ist doch logisch. Jemand will mir eins auswischen. Pfister, fragen Sie den. Der hat mir schon öffentlich gedroht, meinen Laden anzuzünden. Wer ist Pfister? Pfister hat bei mir gearbeitet, bis ich herausgefunden habe, dass er mich beschissen hat. Geld hat er geklaut. Aus der Kasse. Da habe ich ihn rausgeschmissen. Er hat mir gesagt, dass ich das noch bereuen werde. Und jetzt ist es wohl soweit. Diese miese kleine Ratte. Er ereiferte sich noch einige Minuten über seinen ehemaligen Angestellten. Als ich das Haus wieder verließ, ging eine Frau hinter mir her. Sie stellte sich als Frau Martaler vor. Mein Mann hat nichts mit dem Brand zu tun. Er würde so etwas nie machen. Ach, wissen Sie, ich habe schon alles Mögliche erlebt. Mein Mann hat das Geschäft von seinem Vater übernommen. Damals war es ein sehr gut eingeführtes Detailgeschäft. Aber mein Mann ist alles andere als ein Genie. Auf dem Fußballplatz fühlt er sich wohler als im Laden. Ein Grund mehr, den Laden anzuzünden. Mit dem Geld von der Versicherung könnte er sich jahrelang auf allen Fußballplätzen die besten Sitzplätze reservieren lassen. Unsinn! Mein Mann ist so blöd, dass er nicht einmal auf die Idee gekommen wäre, den Laden anzuzünden. Dabei war es tatsächlich naheliegend. Damals, als dieser Versicherungsvertreter bei uns war, wurde mein Mann über den Tisch gezogen. Die Versicherungssumme war völlig überhöht. Aber wie gesagt, mein Mann hat die Intelligenz eines Fußballs, der zu wenig aufgepumpt ist. Sie beharrte weiterhin darauf, dass ihr Mann unschuldig, weil blöd sei.
Ich persönlich hatte schon eine ganze Menge äußerst blöder Verbrecher erlebt. Das allein war also noch kein entlastender Beweis. Die Sonne stach mir in den Nacken, als ich mich auf den Weg machte, um dem ausgebrannten Laden einen Besuch abzustatten. Vor dem Haus war die Feuerwehr damit beschäftigt, einen Brand zu löschen. Die Flammen schlugen aus dem ersten Stockwerk. Die Hitze war beinahe unerträglich. Ich gesellte mich zu den Gaffern und gaffte. Treten Sie noch ein wenig zurück! Maloney, täusche ich mich oder glänzen Ihre Augen beim Anblick des Feuers? Sie täuschen sich. Meine Augen glänzen nur beim Anblick von Polizisten. Was ich schon immer mal wissen wollte und mich nie zu fragen getraute, sind Sie eigentlich der einzige Polizist, den sich diese Stadt noch leisten kann? Wo man auch hinkommt, überall trifft man auf Sie. Oder gibt es mehrere von ihnen? Vielleicht geklont in einem Versuchslabor. Man hört ja, dass diese Gentechnik auch nichts viel Gescheiteres hervorbringt als die Natur. Wenn es nicht so tragisch wäre, würde ich jetzt vielleicht auf allen Vieren herumrutschen und mich kringeln vor Lachen. Aber im Haus hinter uns ist noch jemand in der brennenden Wohnung. Sieht übel aus, Maloney. Und weshalb retten Sie die Person nicht? Die Feuerwehr kommt nicht heran. Zu viel Rauchentwicklung. Schon seltsam. Vor 2 Wochen brannte es unten im Laden und jetzt der Brand im ersten Stock. Das ist wie bei der Polizei. Egal wie schlimm ein Polizist auch ist, es gibt stets noch einen Vorgesetzten, der noch blöder ist. Das ist ein Naturgesetz. Merke, es kann stets noch viel schlimmer kommen. Mir ist nicht nach Sprüchen zumute, Maloney. Schauen Sie sich die Leute an. Da fotografieren einige. Andere haben eine Videokamera dabei. Und gerade vorhin versuchte einer auf das Dach zu klettern, um von oben zu filmen. Die Leute werden immer verrückter. Vielleicht greift dieses Ozon die Gehirnzellen an. Er kratzte sich an seinem braun gebrannten Schädel. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis der Brand gelöscht war. In den verkohlten Überresten der Wohnung fand die Polizei tatsächlich eine Leiche. Ein Mann, der in seinem Bett lag und offenbar erstickt war. Ich hatte noch keine konkreten Hinweise gefunden, dass Marthaler seinen Laden selber angezündet hatte. Und die Polizei war damit beschäftigt, die Ursachen des zweiten Brandes zu ermitteln. Es war Brandstiftung, Maloney. Ganz eindeutig. Dann war es Mord. Das wissen wir nicht. Vielleicht hat der Tote seine Wohnung in Brand gesteckt. Ich dachte, die Leiche sei im Bett gefunden worden. Ja, der Mann hieß Rodriguez. Er arbeitete Schicht und schlief tagsüber. Das kennen Sie ja bestens, Maloney. Ich habe noch nie gehört, dass Leute im Schlaf mit dem Feuerzeug spielen. Es gibt nichts, was es nicht gibt, Maloney. Mit diesem Satz, mit dem man kleine Kinder und Gläubige beeindrucken konnte, ließ er mich stehen. Ich machte mich auf den Weg zu dem Mann, dessen Schuld ich noch immer beweisen sollte. Er machte es mir nicht leicht. Rodriguez? Tot? Ja. Jemand hat ein Feuer gelegt. Dieses Schwein. Sie meinen Pfister, Ihren ehemaligen Angestellten? Wen denn sonst? Er will mich endgültig ruinieren. Jetzt will er mir auch noch einen Mord anhängen. Das ist ungerecht. Aber vergessen Sie nicht, dass wir alle zu den Privilegierten gehören. Da haben Sie auch wieder recht. Aber trotzdem ist es eine Frechheit, einen rechtschaffenen Mann wie mich so anzuschmieren. Er lamentierte weiter. Ich verzog mich und besuchte seinen ehemaligen Angestellten. Pfister wohnte in einer kleinen Wohnung. Er war gerade dabei, einem Kind die Windeln zu wechseln. Ich ließ mich dadurch nicht beeindrucken und tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Nase zu halten. Marthaler, da kann mich mal. Habe Wichtigeres zu tun, als mich um dieses Arschloch zu kümmern. Stinkt Ihr Kind immer so penetrant? Man gewöhnt sich dran. Ich arbeite nachts als Hilfspfleger. Erwachsene riechen auch nicht besser. Marthaler verdächtigt Sie, seinen Laden angezündet zu haben. Na und? Er glaubt auch, dass Sie für einen zweiten Brandanschlag verantwortlich sind. Dabei kam ein Mann ums Leben. Rodriguez. Rodriguez ist tot? Ja, er ist bei dem Brand umgekommen. Halten Sie mal schnell das Kind. Muss das so hin? Keine Angst, der Gestank seit höchstens eine Woche in den Kleidern. Er ging zur Tür und ich hielt den Kleinen möglichst weit von meiner Nase entfernt in die Luft.
Es stank grauenhaft. Pfister kam zurück und in seinem Schlepptau der Polizist. Auch er hatte Mühe mit der starken Geruchsentwicklung in dem kleinen Zimmer. Du meine Güte, dass ein so kleines Baby so gewaltig stinken kann. Und ich dachte immer, Politiker und Polizisten seien sich allerhand Gestank gewohnt. Sind Sie etwa auch gekommen, weil dieser Arsch namens Marthaler mit verdächtigt? Allerdings, es gibt Zeugen, dass Sie Herrn Marthaler gedroht haben, seinen Laden anzuzünden. Aha. Und weshalb sollte ich die Wohnung von Rodriguez auch noch anzünden? Ja, weshalb sollte er das? Weil er uns auf eine falsche Fährte setzen wollte, ganz einfach, Maloney. Sie sind ja noch blöder als dieser Marthaler. Wenn Sie das nicht zurücknehmen, verhafte ich Sie zusammen mit Ihrem Gestank. Nur zu, nehmen Sie das Kind mit. Aber lassen Sie Pfister hier. Ich glaube nicht, dass er der Täter war. Und wieso nicht? Das hab ich so im Gefühl. Wenigstens einer, der nicht ganz so bescheuert ist. Jetzt reicht es aber. Ich warte Sie, Herr Pfister. Sie können mich mal. Kümmern Sie sich um das neue Auto von Rodriguez. Dieser Angeber. Was für ein Auto? Das Auto von Rodriguez, das hat der Mann doch gerade gesagt, Maloney. Ja, genau. Rodriguez hatte sich letzte Woche einen teuren Schlitten gekauft. Ich habe ihn zufällig in der Stadt gesehen. Den Wagen hätte er sich nie und nimmer leisten können. Interessant. Sie glauben also, dass Rodriguez vor seinem Tod zu Geld gekommen ist? Das ist doch Unsinn, Maloney. Dieser Pfister will doch nur von sich ablenken. Okay, okay, verhaften Sie mich. Ich schaffe das einfach nicht mit dieser idiotischen Wickelei. Doch der Polizist zögerte. Ich ging schleunigst nach draußen und atmete einige Male heftig ein und aus. Die Luft draußen stank beinahe genauso wie jene in Pfisters Wohnung. Offenbar hatte die Hitze dafür gesorgt, dass alles noch viel schlimmer wurde, als es sowieso schon war. Ich überlegte, bis mir drei gute Gründe einfielen, um weiterzuatmen. In meinem Büro erschien jener Mann, dem ich den ganzen Schlamassel zu verdanken hatte. Ich hatte schlecht geschlafen und sah nicht gerade wie ein Bilderbuchdetektiv aus. Doch das war mir egal. So egal, wie mir so ziemlich alles egal ist, wenn ich schlecht geschlafen habe. Sie haben nur noch bis heute Abend Zeit, um Ihre Prämie zu kassieren. Sie können mich mal. Darf ich daraus schließen, dass Sie nicht weitergekommen sind? Schließen Sie daraus, was Sie wollen. Am liebsten die Tür hinter sich. Ich habe schon einiges über Ihre zweifelhaften Ermittlungsmethoden gehört. Und ich habe auch gehört, dass Sie Leute wie mich nicht mögen. Ihre Informanten sind erstklassig. Gratuliere. Wenn wir bis heute Abend keine Fakten in den Händen haben, müssen wir die Versicherungssumme an Marthaler auszahlen. Obwohl er ein Verbrecher ist. Das steht nicht fest, wenigstens vorläufig nicht. Aber in genau 3 Stunden werde ich Ihnen die Beweise liefern. Und wie wollen Sie das schaffen? Das dürfen Sie ruhig mir überlassen. Meinetwegen. Aber bitte unterlassen Sie alles, was auch nur den Hauch von Illegalität haben könnte. Ich hätte ihm am liebsten einen Hauch meiner Rechten auf die Backe geknallt. Stattdessen blieb ich müde in meinem Stuhl sitzen. Draußen hörte man erstes Donnergrollen. Es war schon gefährlich dunkel am Himmel, als ich bei dem Ehepaar Marthaler vorsprach. Ich hoffe, dass wir bald wieder unsere Ruhe haben. Morgen ist alles vorbei. Morgen werden Sie uns das Geld auszahlen. Vielleicht auch nicht. Was soll das heißen? Es gibt da einen Zeugen. Er hat jemanden beobachtet am Tatort. Na und? Heute Nachmittag gibt es am Tatort eine Rekonstruktion des Tatherganges. Die Polizei hat einige Spuren gefunden. Sie wissen, was das heißt. Sie wollen meinem Mann Angst machen, Maloney. Das ist lächerlich. Von Ihnen hätte ich etwas mehr Stil erwartet. Passen Sie auf, ich werde Ihnen gleich einen Besenstiel auf den Kopf hauen. So, jetzt reicht es. Verschwinden Sie. Ich mag Leute wie Sie nicht. Sie haben meine Frau beleidigt. Ich ging, ehe er mir die kümmerlichen Überreste seiner Muskulatur vorführen konnte. Ich zog mich in die Brandruine zurück. Es war kein sonderlich guter Bluff, aber vielleicht war er gut genug. Der Polizist setzte sich skeptisch neben mich. Draußen entlud sich ein Gewitter, das ich gewaschen hatte. Wir warteten. Glauben Sie wirklich, dass Marthaler darauf hereinfällt? Wenn er schuldig ist, schon. Und sonst sind wir um eine Erfahrung reicher. Ich bin immer noch für Pfister.
Ein Mann, der ein Kind hat, das so stinkt, hat garantiert Dreck am Stecken. Da. Das sind Schritte. Ich hatte also doch recht. Vielleicht ist das der Geist von diesem Rodriguez. Halt! Bleiben Sie, wo Sie sind! Das ist meine Rolle, Maloney! Halt! Stehen bleiben! Oh, mein Gott, haben Sie mich erschreckt. Ich wollte bloß unseren alten Laden noch einmal anschauen. Dass ich nicht lache. Wetten, dass Sie bewaffnet sind, Frau Martaler? Das wollen wir doch mal sehen, Maloney. Er durchsuchte ihre Handtasche und fand einen kleinen Revolver. Frau Martaler setzte sich auf einen verkohlten Tisch. Der Polizist hatte sich alles ganz anders vorgestellt und war deshalb ein wenig irritiert. Ich verhafte Sie im Gesetze des Namens. Welchen Namens? Ich gesetze Sie im Verhafter des Namens. Interessante Variante. Ich nahme Sie im Verhafter des Gesetzes. Kein Wunder, werden nicht mal die Hälfte aller Straftäter gefasst. Bis Sie Ihren Spruch zusammen haben, sterben die meisten Täter an Altersschwäche. Ich bin ein wenig verwirrt, Maloney. Egal. Frau Martaler, im Namen des Gesetzes, weshalb sind Sie hier? Ich habe den Laden angezündet. Mein Mann hätte Konkurs gemacht. Wir hätten unser Haus verloren, alles. Und weshalb musste Rodriguez sterben? Ich habe den Laden angezündet. Mit Rodriguez Tod habe ich nichts zu tun. Wer zum Teufel hat denn dann den zweiten Brand gelegt? Pfister! Unsinn! Ich weiß es nicht. Ich war es. Wie bitte? Ich habe den zweiten Brand gelegt. Ludwig? Du warst es? Ja. Rodriguez hat dich beobachtet bei der Brandstiftung. Er rief mich an und wollte Geld. Ich gab ihm so viel ich konnte. Aber er wollte mehr. Da hatte ich keine andere Wahl. Unsinn, Martaler. Man hat immer eine andere Wahl. Das ist wie beim Telefonieren. Wenn es besetzt ist, versucht man es eben mit einer anderen Vorwahl. Ei, 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 hat bei Ihnen der Blitz eingeschlagen. Ich hätte nie geglaubt, dass du so weit gehen würdest, Ludwig. Sie war stolz auf ihren Ludwig und ich war stolz auf mich. Ich kassierte die stolze Prämie und freute mich eine Weile an den vielen Nullen auf meinem Konto. Doch leider besteht zwischen den Menschen und dem Geld ein gravierender Unterschied. Während sich bei den einen die Nullen problemlos vermehren, bleibt von dem anderen am Schluss immer nur eine Null übrig. So geht das.